draußen hin und kauft ihm seine Blumen ab. Gell? Da hast du jetzt auch noch einen Zettel mit den Produkten. Das sind die, die hier sind, ja? Also die gehst einfach da durch die Reihe und gibst ihnen in die Reihe rein. Und wenn sie übrig bleiben sollten, sammeln sie danach wieder ein, damit er es wieder mitnehmen kann. Und das war noch dein Glas Wasser davon. Das stelle ich mal. Also Bernhard, ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. So, jetzt machen wir hier weiter im Programm mit einem Meister in einem anderen Fach, nämlich im Zimmermannshandwerk. Und ja, er ist auch YouTuber, gell? Wir haben noch einen anderen YouTuber hier. Wo ist der Baschner? Herr Gottfried? Immer in deiner Nähe, Jürgen. Immer in deiner Nähe. Hier, der Bienenbaschner, dem habe ich schon gesagt, er soll seinen Kanal umbenennen. aber er bastelt ja, gell? Also auch herzlich willkommen an dich, Gottfried. Sehr gerne. Und ich glaube, deine Arbeit, auch wenn sie nicht jedem gefällt, aber du hast vielen Leuten, denen es gefällt. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Gell? Also begrüßt mir bitte auch den Gottfried. Danke. Und den Jupp, den ich ja 2 Jahre geprüft habe. Sympathischer Kerl. Sympathischer Kerl. Immer. Ja, freilich. Und wie ich den Eindruck gewinnen konnte, äußerst kompetent in seinem Fachgebiet. Und warum sollen wir nicht hier interdisziplinär arbeiten und von jemandem was lernen, der was weiß. Und unsere Energiequelle ist unser Bienenvolk und das ist warm und draußen ist kalt. So, und jetzt machen wir dann Rahmen drumherum, dass man das bildlich, dass man sich das vorstellen kann. Das Blaue ist jetzt die kalte Luft, die von außen einwirkt und das Rote ist das Warme von innen. Und jetzt sehen wir eigentlich schon, wenn es jetzt um Salzziehen gehen wird, wären wir schon mal ganz klar im Nachteil bei Team Rot, weil Team Rot hat ja viel weniger Fläche. Also ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht ausrechnen. Also man sieht ganz klar, Rot hat viel weniger Fläche wie Blau, oder? Sind wir uns einig? Also das ist wirklich ein großer Nachteil. Aber das Hauptproblem sind, hier ist das Bild jetzt zum Beispiel von einem so einem alten Haus, da wo man früher gesagt hat, wow, das ist ja designtechnisch voll der Burner. Nein, die Leute damals waren noch nicht so doof wie heute. Die haben das gemacht, um einfach den Schimmel wegzukriegen. Jetzt, wir wissen jetzt von dem, was wir gerade gelernt haben, dann ist unser schlechtester Punkt nicht mehr oben, sondern auf der Seite. Ja? Und ich brauche ja eine Lösung, die für alle funktioniert. Nicht nur für 12er US-Dadant, sondern die bei Zander funktioniert, die bei 10er Dadant funktioniert, die bei keine Ahnung welcher Beute funktioniert, die bei Segeberger funktioniert und die, wo bei Mini Plus funktioniert. Und das war meine Challenge. Und ich habe fast 2 Jahre lang jeden Tag gerechnet. Auch so bauen lassen wird für die Bastler, ja, weil Imker haben Bastler. Und es gibt da dann eine Bauanleitung, weil das ist ja wirklich einfach zu bauen. Also jetzt tun wir mal, ja, Tacheles hier. Das kann jedes Kind bauen. Da muss man basteln. Ja, da muss man basteln. Und solange die Schlitze kleiner sind, dass die Bienen nicht durchkommen, ist alles okay. Ja, also jetzt die Folie vom Blinder oder nicht? Ja, nee. Er hat nicht zugehört. Ja, ne? Ja, es ist ja so, das Gute ist 15% mehr, das heißt, ich kann jetzt mit meinen Einsatzpreisen 15% hoch. Also ist doch wieder gut rausgekommen. Wir haben jedes Jahr hier mindestens einen Knüller und das war gerade einer. Gell? Na ja. Kaffeepause, eine halbe Stunde und dann kommt der letzte Vortrag für heute. Und heute Abend habe ich vorgestellt, dass wir nachher, wenn die Sache vorbei ist, in der Kaiserin Augusta noch was zu essen bekommen. Was? Ja, dann gibt es erst einen Abend aus. Und dann dauert es auch noch zurück. We'll be right back.
Podcast.